Die elektrische Energie ist in unserer Familie nicht etwas, was aus der Steckdose kommt, sondern elektrische Energie ist etwas, was wir tagtäglich produzieren und ist Teil von uns geworden. Also wir diskutieren auch, wie viel Strom haben wir heute produziert, was ist die Eigenverbrauchsquote, sind die Autos geladen. Also das ist ein Prozess, wo die ganze Familie, auch die Kinder, mitreden. Und das ist für mich etwas Besonderes. Das ist so wie, wenn wir die Kirschen ernten, freuen sich auch alle. Bei uns ist das täglich, wo wir sagen, wir haben heute Energie geerntet. Der Energieverbrauch vom Haus ist in den letzten Jahren gestiegen. Ich sage immer so, mit dem zunehmenden Alter der Kinder steigt auch der Energieverbrauch. Und deshalb war für uns klar, dass wir die Anlage erweitern wollen. Und das Carport war die perfekte Lösung für uns. Was uns sehr, sehr wichtig war bei dem gesamten Projekt auch vom Haus, war, dass wir Photovoltaikmodule aus Österreich verwenden, dann die Schweißtechnik von Österreich, das ist die Firma Fronius, dann der Solarwechselrichter und das gesamte Ökosystem im Solarbereich kommt auch von Fronius und ja, der Stahl ist ebenfalls, kommt aus Österreich, also ein Rundumpaket, so quasi made in Austria. Wir haben jetzt zwei Elektroautos und in Kombination mit der erweiterten Photovoltaikanlage ist das wirklich bemerkenswert, weil wir können die Fahrzeuge zu Hause am Wochenende laden. Ich kann die Überschussenergie direkt in das Fahrzeug laden. Also das heißt, wenn die Sonne scheint, lade ich das Auto. Der Fronius Watt Pilot ist aus meiner Sicht, und ich bin Techniker, eine geniale Entwicklung. Das Regelsystem von Wattpiloten kombiniert mit der PV-Anlage und dann mit dem Auto ist einfach eine extrem gute Kombination. Ich bin begeistert.